an die Aufnahme. Also nochmal einen wunderschönen guten Abend. Wenn man mich gut verstehen kann, bin ich schon beruhigt. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Rosemarie Kirner. Ich bin, ja, wie viele von uns, die hier dabei sind, begeisterte Investorin von dieser faszinierenden Technologie, die jetzt an einen ganz, ganz wichtigen Punkt angelangt ist, nämlich nächste Woche am 29. wird sie das erste Mal live vorgestellt bei geladenen Gästen. Meines Wissens 11 Länder sind vertreten, die eingeladen wurden dazu. Und das ist natürlich für uns alle ein ganz spannender Augenblick. Einer meiner Partner zählt schon die Tage. Ich bin auch schon ganz neugierig, was da passiert. Gut, lassen wir uns überraschen. Also ich komme aus dem momentan alles andere als winterlichen Bayern, nämlich aus dem nördlichen Teil, aus der Oberpfalz. Bin schon Ü50 und ja, wie gesagt, begeisterte Investorin, und ich darf Ihnen heute etwas über diese faszinierende Technologie erzählen. Skyway, die Zukunft beginnt jetzt. Wie wir schon hörten, nächste Woche erste Live-Präsentation im Öko-Technopark. Doch, was ist Skyway? Was ist so besonders an dieser Technologie? Wo liegen ihre Vorteile? Was ist eine lineare Stadt? Dann wo liegen die Anwendungsgebiete und Branchen? Über all das darf ich Ihnen heute erzählen. Natürlich über den Erfinder, den Generalkonstrukteur Junitzky, über den Öko-Technopark, der eben nächste Woche im Zentrum des Geschehens liegt, die Auswirkungen der ersten Veröffentlichungen, nämlich der InnoTrans in Berlin, und natürlich letztendlich jede Woche die News der Woche, die im Moment jetzt nicht so ausführlich sind, weil sich natürlich alles jetzt darauf vorbereitet, auf die nächste Woche, auf den großen Tag. Nun kommen wir zur Technologie. Was ist Skyway? Was ist so besonders? Es ist eine höchst ökologische, kann ich schon mal verraten, Hochbahn auf einem speziellen Schienensystem. Was an diesem Schienensystem so interessant ist, das werde ich dann noch näher erläutern. Sie fährt mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Stundenkilometern und ist, wie man hier deutlich erkennen kann im Bild, auf Tragmasten aufgesetzt. Hier, man sieht sie hier schön, hier stabile Tragmasten und hier sind die Schienen eingehangen. Diese Tragmasten sind in einer Distanz aktuell von 50 Metern, dann gibt es auch noch die sogenannten Ankerpfeiler dazwischen, werden wir gleich sehen, was man mit denen macht. Und, aber die Tragmasten soll man in Zukunft jetzt mal auf 400 Meter Distanz setzen können und später Endziel erstmal 1000 und dann sogar bis 3000 Meter. Wird einem ganz schwummrig dabei, kann man sich nicht vorstellen, aber das liegt eben an dieser ganz besonderen Schiene, die ich Ihnen dann noch genauer erkläre. So, was ist noch besonders? Extrem wenig Energie wird für die Fortbewegung benötigt. Beispielsweise würde man das mit Dieselmotor betreiben. Unter einem Liter sind wir jetzt mal großzügig. Nehmen wir mal nur im Maßstab einen Liter, wobei die sagen, bei 360 Stundenkilometer und 500 Personen in so einem Zug bei 5 Tonnen, bei 0,7 bis 0,9 Liter Dieselkraftstoff. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man LKW oder ein normales Auto nur dagegen vergleicht. Und die Baukosten sind auch extrem niedrig, nämlich man sagt so Pi mal Daumen 2 bis 3 Millionen US-Dollar pro Kilometer. Gut, wir werden vielleicht sagen, bei unserem Budget, das war viel Geld, aber für normale Transportwege ist das gar nichts. So, hier sehen wir nochmal die Schiene und hier haben wir einen sogenannten Ankerpfeiler, der als Bahnhof hier ausgebaut wurde, das heißt als Zusteigemöglichkeit. Man kann hier ganz deutlich sehen, die Fahrzeuge sehen eigentlich ähnlich aus wie ein Schnellzug oder vielleicht so eine Einschienenbahn, haben aber damit nichts zu tun, denn das ist ein ganz speziell konstruiertes Schienensystem. Das wirklich hat es in sich. So, antreiben kann man die Bahnen auf verschiedene Art und Weise. Man kann oben, meist im Dach ist das angebracht.
Hier kann man zum Beispiel Elektromotoren, Hybridmotoren anbringen, aber auch Dieselmotoren, wie man sie schon kennt, Benzinmotoren und Turbinenmotoren. Bei Bedarf ist sogar es möglich, Erdgas, Methan, Wasserstoff, Spiritus und was es sonst noch gibt an erneuerbaren, umweltfreundlichen Kraftstoffen einsetzen. Oder im Extremfall kann man die externen Stromquellen mitverwenden, zum Beispiel Batterien, Kondensator, Molekularstromspeicher, Brennstoff, Zellenbatterien und so weiter. Also man sieht, im Grunde kann man hier alles einbauen, was es schon gibt. Denn die haben eine Philosophie, warum was Neues erfinden, wenn man das, was man hat, schon verwenden kann. Diese Konstruktion ist auch ausgestattet mit einem speziellen Anti-Entgleissystem. Auch das werden wir noch etwas näher erläutern. Und es fährt auf speziellen Stahlrädern. Das sind schon mal im Groben, was ist das Besondere an der Technologie. Und jetzt gehe ich mal im Einzelnen drauf ein. Zu dieser Schiene, diesen Querschnitt, den wir hier sehen, habe ich heute Morgen ein Video mir angesehen, wo Junitzki das nochmal erklärt hat. Und da ging es hauptsächlich darum, um das Thema Lärm. Das möchte ich hier gleich mal mit einbinden. Zuallererst, was ist das Besondere an der Schiene? Wir haben hier in der Mitte einen String. Das ist ein Bündel extremst vorgespannter Stahldrähte, die umgeben sind von einem Befestigungselement. Und dieses Befestigungselement ist hier im Schienengehäuse angebracht. So, und jetzt hier in der Mitte haben wir Spezialbeton. Hier oben ist noch die Stahlkopfschiene. So, also dieser Spezialbeton, habe ich heute gehört, hat außerdem, dass er diese Schiene extrem viel Stabilität gibt, und auch eines verhindert, nämlich Schrumpfen und Ausdehnung. Das heißt, dadurch ist der Temperaturausgleich, den man normalerweise bei Erhitzen und so weiter bei Stahl hätte, hat man das Ganze eben eingegrenzt. So dass es einfach immer schön gleich ist. Man hat keine Temperaturfugen, werden wir gleich nochmal näher drüber hören. Das hat damit zu tun mit diesem Spezialbeton, der ja aus verschiedenen Größen von Teilchen und aus Mineralien besteht. Das ist Ihr Geheimrezept, das werden Sie uns nicht verraten. So, also erster Punkt, wie gesagt, von diesem Stahlbeton ist die Stabilisation, aber es hat noch einen ganz wichtigen Faktor, nämlich er vermindert den Lärm, weil man dadurch die Schwingung erstens mal verhindert, wenn wir jetzt uns vorstellen, Stahl, wenn ich auf Stahl draufklopfe, nehmen wir die ganz banale Klangschale, kennen vielleicht viele, das schwingt doch ewig nach. Und so ist es natürlich bei jeglichem Stahl. Und dieser Spezialbeton, der verhindert das Schwingen und damit natürlich auch die damit verbundene Lärmbelästigung beim Vorwärtsbewegen. Das möchte ich hier an dieser Stelle mal ganz klar erwähnen. Und zudem kann man hier in diesem Beton auch noch Kommunikationsleitungen mit integrieren. Also hochinteressant, wie gesagt, die Ausdehnung und wieder Zusammengehen durch Temperaturschwankungen wird damit ausgeglichen und vor allen Dingen der Schall. Das Ganze dämpft und absorbiert eben den Schall und deshalb ist diese Bahn so extrem leise. Ein Thema, das immer wieder angesprochen wird, ist das nicht laut, wenn das da oben über meinen Kopf hinwegfährt? Nein, es ist eher das Gegenteil. Wie nennen Sie etwa wie Blätterrauschen? So ungefähr wird man das hören. Und das hat man dieser speziellen Schiene zu verdanken. So, diese Schiene, wie gesagt, man sieht es hier, keine Stöße und Dehnfugen, Temperaturfugen, kommt eben durch diese Konstellation. Warum? Was ist noch besonders dran? Man muss natürlich die Schienen irgendwo verbinden. Das macht man auch, aber diese Schweißnähte, die werden gewalzt und werden so abgeschliffen, dass man einfach überhaupt keine Übergänge mehr hat, wie zum Beispiel bei der Eisenbahn. Auch ein Grund, das eben zur Lärmminderung beiträgt, aber auch natürlich zur Geschwindigkeit, die man fahren kann. Perfekte Geradheit und sanfte Krümmungen haben sie, also auch ein Vorteil. Man sieht, sie ist auch sehr breit.
Und das Rad werden wir gleich nochmal sehen, das liegt ganz flach auf. Auch ein Grund, warum der Lärm weniger ist und warum man so wenig Energie benötigt. Also das ist das Besondere an der Schiene. Diese Schiene gibt es dann in drei verschiedenen Ausführungen. Die sehen wir hier. Das ist zum Beispiel die flexible Schnittfrei-Stringschienenstruktur, die man zum Beispiel im Gebirge verwendet. Das wäre so ähnlich wie bei einer Seilbahn, bloß dass es halt eine Schiene ist. Dann haben wir die halbstarre schnittfreie Stringschienenstruktur, die sehen wir uns dann noch an beim Hängebrückenmodell. Und dann gibt es natürlich die starre Konstruktion. Darauf kann man eben diese hohe Geschwindigkeit fahren bis zu 500 Stundenkilometer. Die wird hauptsächlich eben im Verkehr, Regionalverkehr oder im Highspeedverkehr benutzt. Wir sehen hier noch zwei Aufhängungen. Hier die Aufhängung für das Hängemodell und das hier eben für die Hochbahn. Interessante eben von der Fortbewegung, wir haben es ja schon im Vergleich bei Dieselmotor gehört, hier bräuchte man bei Elektromotoren und die werden vorzugsweise eingesetzt, bräuchte man im Vergleich zu einer Luftreifentechnologie oder Pneumatiktechnologie nur 9,2 Kilowatt. Würde man das zum Beispiel mit einem Fahrzeug, mit LKW oder mit Luftreifen machen, würde man 1100 Kilowatt brauchen. Also vorstellbar. Und das bei einer Geschwindigkeit von 450 Stundenkilometern und 5 Tonnen gemessen. Also, wie gesagt, wirklich eine ganz besondere Konstruktion, die eben hohe Geschwindigkeit zulässt, wenig Energiebedarf und neu diese Information, man hat ganz geringe Lärmbelästigung. Und das ist ja heutzutage auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das hat eben in diesem Video, das ich mir heute Morgen angesehen habe, Junitzki gut erklärt. Das war mit deutschen Untertiteln gedeckt. Gut, dann haben wir hier noch eine Besonderheit dieser Schiene, das Spezialrad. Dieses Spezialrad, man sieht es hier ganz deutlich, da ist ja noch mein Pfeil, liegt hier ganz glatt auf dieser Schiene. Kein Ruppen. Keine Schwingung nach links und rechts möglich, weil es genau aufliegt und dadurch auch eben geringere Lärmbelästigung, ganz geringe Reibung nur und dadurch ist es eben möglich, mit so wenig Energie diese Fahrzeuge vorwärts zu bewegen. Zudem zählt hier an der Seite, das sehen wir ganz deutlich hier, dieses Spezialrad zu dem sogenannten Anti-Entgleissystem. Dank dieses Anti-Entgleissystems kann die Schiene, also das Fahrzeug nicht aus der Schiene fallen. Selbst bei großem Sturm, selbst wenn dieses Fahrzeug um 180 Grad nach unten kippen würde, würde es nicht entgleisen. Das ist eben diesem speziellen Anti-Entgleissystem, das heißt diesem Rad an der Seite zu verdanken. Also total gut ausgeklügelt. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal das Rad ansehen, sieht man auch noch mal ganz deutlich hier diese Glattheit, die eben keine Reibung zulässt. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Vorzug, der auch in dem Video eben erwähnt wurde. Dadurch, dass die Motoren hier in den Rädern verbunden sind, also hier drinnen ist der Antrieb, haben wir einen weiteren Faktor ausgeschlossen in Bezug auf Lärmbelästigung, nämlich der Motor ist nicht irgendwo im Gehäuse. Das Getriebe macht nicht diesen riesen Lärm wie zum Beispiel bei der Eisenbahn, sondern das ist hier integriert und durch all diese Faktoren, wie gesagt, keine Schienenstöße, Lärmquelle, Getriebe ist wesentlich minimiert durch den Einsatz in den Rädern. Zusätzlich werden wir noch dann später sehen, die Aerodynamik spielt eine große Rolle und eben diese Spezialschiene, die mit Beton ausgefüllt ist, haben wir hier ein extrem niedrige Lärmbelästigung. Heutzutage ein Riesenthema. Wie viele, ja, Mauern muss man aufbauen, um Lärmschutzwände, um einfach Städte, Menschen zu schützen vor der Lärmbelästigung der Transportwege? Hat mich unglaublich, hat mir unglaublich imponiert, wie Junitzki das erklärt hat in diesem Video. Und wie gesagt, hier ist nochmal der letzte Faktor, der auch eben den Lärm mindert, aber auch natürlich schwerpunktmäßig
den Energieverbrauch, das ist die Aerodynamik, hier immer noch in Russisch, ich habe es leider nicht in Deutsch. Die Aerodynamik bedingt durch die Fahrzeuge, gut, das haben wir vielleicht auch bei dem Highspeed, beim Intercity-Modell, haben wir auch diese Aerodynamik. Was aber der Intercity nicht hat, das sind eben diese Spezialräder, diesen nahen, ich sage jetzt mal, wo keine Luft dazwischen ist, die Luft, die Zerwirbelung fehlt einfach bei der Highspeed-Bahn, weil es eben oben in der zweiten Ebene ist und eben, weil es direkt auf der Schiene aufliegt, während hier eben dazwischen noch diese Luftbewegung stattfindet. Und dadurch hat man, obwohl die Highspeed-Fahrzeuge der Bahn auch schon 0,2 nur Widerstand haben, Luftwiderstand im Vergleich zum Beispiel zu einem Rallye-Fahrzeug, die liegen bei 0,3 bis 0,4, hat unsere Bahn nur 0,05 Widerstand und dadurch natürlich auch diese extrem niedrigen Energiekosten. Und natürlich auch niedrigen Lärmbelästigungen. So, wo liegen die Skyway-Vorteile? Natürlich in den Baukosten, wir haben schon gehört, 2 bis 3 Millionen oder weniger pro Kilometer. Im Vergleich, wenn man die Einschienenbahn oder die Eisenbahn würde das Doppelte kosten, die Einschienenbahn das 12-fache oder die Magnetschienenbahn das 18-fache. Das liegt einfach daran, man braucht mehr Material, mehr Stahl, mehr Fläche, mehr Erdarbeiten, hier bei der Skyway-Bahn alles wesentlich weniger. Dadurch bedingt durch die niedrigen Fortbewegungskosten, Energiekosten und bedingt durch die niedrigen Herstellungskosten haben wir natürlich eine schnelle Rentabilität, das heißt eine kurze Amortisationszeit, man spricht von 3 bis 5 Jahren. Im Vergleich zu anderen liegt das natürlich wesentlich höher. Dazu habe ich auch gehört, die Schiene bei der Bahn muss alle 10 Jahre, durch das, dass man eben diese Schwingung hat, dass es nicht glatt aufliegt und immer so hin und her sich bewegt, muss man die alle 10 Jahre erneuern. Diese Schiene soll angeblich 100 Jahre halten. Also selbst wenn sie nur 50 hält, ist es wesentlich weniger, als wir gewohnt sind. Die Betriebskosten habe ich ja schon mehrfach erwähnt, sind natürlich hier wesentlich niedriger wie zu allen anderen Fahrzeugen. Zudem kommt noch, dass das Ganze allwettertauglich ist. Das ist ja auf der zweiten Ebene, egal ob Schnee, ob Eis. Man kann immer fahren, man kann hohe Fahrgeschwindigkeiten erreichen, eine hohe Verkehrsleistung. Das führt natürlich zu niedrigeren Betriebskosten. Automatisch ist das Ganze alles gesteuert. Werden wir gleich noch sehen, welche Möglichkeiten man nutzt, die wir auch jetzt schon nutzen für andere Zwecke. Und ein bedienarmes System, alles computergesteuert, es braucht nicht mal einen Fahrer, bedingt dadurch eine niedrige Abschreibung. Wir haben eine große Lebensdauer, ich sagte ja schon, die Schiene sagt man bis zu 100 Jahre, die Fahrzeuge müssen auch so 25 bis 30 Jahre haben, also hat man jetzt gesagt. Und man verwendet alles, was schon vorhanden ist und erfindet nicht alles neu, sondern man pickt sich überall die Rosinen raus und verwendet auch schon herkömmliche Techniken für diese Transporttechnologie. Hier, was verwendet man, um das Ganze zu steuern, zum Beispiel Stereokameras, Laserstreckengeräte, Radar und so weiter. Warum verwendet man das? Man könnte zum Beispiel im Berufsverkehr, wo eine hohe Verkehrsleistung erreicht werden muss, das heißt, viele Menschen müssen zur gleichen Zeit wegtransportiert werden, könnte man die Bahnen durch dieses automatische Steuerungssystem alle 2 Sekunden fahren lassen. Es gibt ja verschiedene Größen, von 14 bis 160 Personen zum Beispiel im Stadt- oder Regionalverkehr. Also unglaublich, was man hier für eine Geschwindigkeit reinbringt. Und das Ganze soll auch nicht fahrplanmäßig sein, wie wir es gewohnt sind, zum Beispiel bei der U-Bahn oder bei der Straßenbahn, was weiß ich, sondern das soll eben gesteuert werden. Bedarf, viele Leute da, die Bahn fährt so schnell es geht. Wenige Leute da, fährt sie eben nicht so häufig oder es fahren kleinere Modelle. Auch dadurch kann man natürlich geringere Kosten erreichen. Und hier noch ein Beispiel, wie man komplett ohne Energie fahren kann. Das ist dieses zweite halbstarre Schienensystem, dieses Hängebrückenmodell.
Und da hat man zum Beispiel hier diese Türme, die übrigens schwimmend im Meer sich bewegen, wie eine Bohrinsel, hat man diese Schienen gespannt. Man kann hier ganz genau ausrechnen, aufgrund von der Entfernung, aufgrund von wie weit es in die Tiefe geht, hier zum Beispiel 50 Meter in die Tiefe und 1 Kilometer Distanz, sodass man komplett ohne Energie die Fahrzeuge bewegen kann. Man nutzt hier einfach die Gravitation, das heißt die Erdanziehung aus, einmal zur Fortbewegung nach unten, dass man keine Energie benötigt, und dann nach oben, dass man keine Energie für die Bremsung benötigt. Und so kann man wirklich hier komplett ohne Energie von A nach B zu diesen Türmen fahren. Und diese Türme sollen auch dann natürlich außerhalb des Meeres sich sein, in den Bergen zum Beispiel, werden dann auch für Wohnmöglichkeiten genutzt, für Geschäftsmöglichkeiten und natürlich für Zusteigemöglichkeit. So, dann ist es natürlich auch sehr komfortabel, wenn ich nicht ewig lange warten muss, bis ich zum Beispiel wegkomme, sondern eben bedingt durch, jetzt bin ich da, jetzt kann ich einsteigen, je nach Größe. Das Ganze, die Schiene ist ja sehr gerade, ohne Unterbrechung, dadurch gibt es kein Ruckeln, kein Zuckeln, es gibt keine Schwingungen nach links und rechts. Man hat nur sanfte Anlaufbeschleunigung, auch nur sanftes Bremsen. Kein Mensch, der ihr das Ganze eben sich einbringt, fährt er gut oder fährt er nicht so gut. Man hat keine Staus auf der zweiten Ebene und natürlich, wie gesagt, keine Wartezeiten. Und wenn man die Richtung wechseln will, dann hat man keine Kreuzung, sondern man steigt in einem so Zusteigeturm oder Ankerpfeiler aus, fährt mit dem Fahrzeug nach unten, fährt in die andere Richtung, so fährt die Bahn immer schön gerade. Egal, wie wir sehen hier, wenn wir diese Tabellen unten uns anschauen, auch hier bei der Behaglichkeit, wenn wir nochmal zurückgehen, in allen Bereichen schneidet die Skyway-Bahn extrem positiv ab im Vergleich zu allen anderen bisher vorhandenen Transportwegen. Auch hier sieht man es wieder ganz deutlich bei der Verkehrssicherheit. Da ist die Einschienenbahn noch recht gut dabei, oder auch die Magnetbahn, wobei man bei der Magnetbahn natürlich die Umweltfreundlichkeit, wo die ganz schlecht abschneidet. Aber zur Verkehrssicherheit ist natürlich ein wichtiger Faktor, wir bewegen uns auf der zweiten Ebene, somit keine Kollisionsgefahr mit anderen Landverkehrsmitteln, mit Fußgängern, Tieren und so weiter. Dann eine hohe Stabilität dieser Schienenfahrzeuge und bedingt auch durch dieses Anti-Entgleissystem und diese Einzelradfederung, die wir ja schon gesehen haben, Reduzierung der Unfallgefahr, weil diese eingebetteten Tragmassen können nicht irgendwie eingespült werden, sondern sie sind fest in der Erde drinnen, können nicht ausgeschwemmt werden, wie zum Beispiel ein Gleis. Und dann hat man noch hohe Sicherheit bei Überschwemmungen, weil das Ganze bewegt sich ja oben. Wenn es Überschwemmungen gibt bei der Eisenbahn, da geht gar nichts mehr. Diese Bahn, die berührt es überhaupt nicht. Und zum Thema Erdbebensicherheit, natürlich, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber die Sicherheit ist wesentlich höher wie irgendwo anders, weil selbst wenn hier so ein Pfeiler wegbricht, das hat man uns in Berlin an einem Modell schon gezeigt bei der InnoTrans, dann würde die Schiene zwar etwas durchschwingen, aber sie würde nicht brechen. Also das ist alles sowas von ausgeklügelt und so ist es auch bei vielen Naturkatastrophen sicherer, ich sage jetzt mal, wie alle anderen herkömmlichen Fortbewegungsmöglichkeiten. Natürlich gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, auch hier nicht. Aber man sieht hier auch bei den Vergleichen immer Skyway, Grüne, wesentlich besser wie alle anderen. Und am schlimmsten ist es natürlich mit den Kraftfahrzeugen, ganz klar. Auf der Straße gibt es die meisten Verletzten und Toten, das wissen wir. Brauche ich Ihnen nicht erzählen. So, dann kommen wir nochmal zu dem Faktor Umweltbelastung. Da habe ich ja schon erwähnt, ein wichtiger Faktor, die Lärmbelästigung ist wesentlich durch die Bauweise dieser Schiene eingegrenzt, durch die Bauweise dieser Fahrzeuge und durch die Aerodynamik dieser Fahrzeuge, keine Schienenstöße. Und eben der Motor in den Rädern und nicht irgendwo ein Getriebe im Fahrzeug. So ist das Ganze wesentlich von der Lärmbelästigung. Man spricht tatsächlich davon, das ist, wie wenn es ein Rauschen ist von Bäumen. So leise soll das angeblich sein. Ich habe es noch nicht gehört, aber die wollen das im Ökopark dann beweisen. Dann gibt es keine staubbildenden und umweltschädlichen Erdabschüttungen und
und ausübe, wie zum Beispiel beim Straßenbau. Keine Hindernisse für Tierwanderungen, auch klar, der Pfeiler, da können die Tiere vorbeimarschieren. Keine Bodenversumpfung, der Pfeiler braucht nicht so viel Platz, das kann sich alles frei bewegen, weil das Grund- oder Oberflächenwasser wird irgendwie nicht eingeschränkt. Niedriger Kraftstoffverbrauch, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Keine Hochspannung nötig, auch wenn man sie integrieren könnte, falls vorhanden, für das Cargo-System, das heißt für das Frachtsystem. Und vor allem keine elektromagnetischen Felder, wie zum Beispiel bei der Magnetbahn. Deshalb hat sich die nie durchgesetzt, weil die viel zu teuer ist, viel zu sehr strahlt, sodass alles, was unten ist, tot wäre. Hier alles nicht der Fall. Keine Abgase, weil es meist ja mit Elektrizität vorwärts bewegt wird. Und hierzu nimmt man das, was eben vorhanden ist, zum Beispiel Sonnenenergie, Windenergie, vielleicht auch Erderwärmung, keine Ahnung, alles was es so gibt, setzt man hier mit ein, sprich erneuerbare Energien. Dann gibt es kein Taushalz, weil man braucht ja hier nicht streuen, kein Reifenabrieb, wir fahren ja nicht mit Reifen, und natürlich auch keine Asphaltdecke ist nötig, wie jetzt zum Beispiel bei den Autos. Und Sie werden sagen, ja, die Autos brauchen wir ja weiterhin. Naja, das ist die Frage, ob wir die weiterhin brauchen, weil auch da hat Junitzki schon seine Lösung, die werden wir dann später auch noch kennenlernen. So, wie könnte das dann in der linearen Stadt, das heißt in einer Stadt, die an den Transportwegen orientiert aufgebaut wird? Das heißt, man baut einfach hier die Transportwege, ein Teil machen es wieder nicht, hier zum Beispiel linear auf und eben so. Und in der Mitte hat man eben so einen Turm. Von diesem Turm hier geht alles durch und hier steigt man um und bewegt sich eben in die andere Richtung. Transport in der Höhe, die Kommunikations- oder auch die Stromleitungen in die Schiene integriert und der untere Platz gehört wieder den Menschen. Und in die Türme, da wird sogar das Ganze ökologisch gestaltet. Hier baut man sogar, das wird wie so ein Überwasserinselplatz gestaltet, hier baut man sogar Parkanlagen mit ein. Fragt mich nicht genau, wie das ist, aber die wissen ganz genau, wie man das pflanzen muss und wie das dann auch funktioniert. Auch hier oben hat man hier Parkanlagen, alles faszinierend schön. So, da gibt es sogar schon Bilder, wie das innen aussehen soll. Auch das wissen Sie schon geistig, wie Sie sich das vorstellen. Und drinnen sind natürlich diese horizontalen Skyway-Aufzüge, die eben Hochhaussiedlungen, Wohn- und Einkaufshäuser miteinander verbinden. Wo liegen die Vorteile dieser linearen Stadt? Natürlich in der Reduzierung der Straßenbaukosten, ganz klar. Emissionsverminderung, man hat ja diese Abgase nicht mehr, wenn man das Ganze nach oben bewegt. Sie werden sagen, das Auto brauche ich trotzdem. Nein, brauchen wir nicht mehr hier bei der linearen Stadt. Wenn man das alles mal verwirklicht. Wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es ist möglich. Dann Verhinderung von Staus in der Stadt, klar. Wie denn? Unten kann ich gehen, oben fährt die Bahn und das alles ist automatisiert gesteuert. Und der Wiederaufbau des Ökosystems in der Stadt ist möglich. Ich habe das gesehen in Berlin, die haben sehr viel Grün. Ist wunderbar, wenn eine Stadt einfach so grün ist, so wohnlich wirkt. Also da haben die Berliner wirklich einen Vorteil. Und hier sieht man sogar, wie eine lineare Stadt noch mit dem Meer verbunden sein kann. Hier der Hafen außen herum gebaut und hier zum Beispiel das Hängebrückenmodell wahrscheinlich zwischen den zwei Türmen. Also ohne Energie hier von A nach B zu bewegen und hier draußen können die Leute dann im Meer in die Schiffe einsteigen oder die Fracht könnte hier draußen verladen werden und der Strand gehört wieder den Menschen. Also alles sowas von ausgeklügelt und durchdacht. So, wie kann man das Ganze nutzen, dieses System? Im Grunde für alles. Natürlich für die Güterbeförderung, der wichtigste Teil, das größte Problem, das wir haben, die ganzen LKWs auf der Straße. Die Leute können nichts dafür, nerven sie uns, aber trotzdem, die Straßen werden dadurch kaputt. Ist ja auch sehr anstrengend. Das Ganze nicht ganz ungefährlich. Mit der Skyway-Bahn könnte man vieles erleichtern, denn man kann transportieren Schüttgut, zum Beispiel Erz, Baustoffe, Kohle.
Containertransport ist möglich. Transport von besonderen Gütern, zum Beispiel gefährliche Fracht. Stückgutbeförderung, zum Beispiel Walzstahl, Holz, Holzmaterialien. Beförderung von Flüssiggütern, hier insbesondere natürlich Wasser, auch Milch könnte man transportieren, aber auch Erdöl, Erdölerzeugnisse oder Erdgas. Also auch all das ist mit dieser Bahn möglich. Das Ganze kann man flexibel in vorhandene Infrastruktur einbauen. Man könnte zum Beispiel die Beladung bei der Firma dort machen und dann die Entladung zum Schiff draußen eben bei so einem Turm. Kann man alles wunderbar integrieren, optimieren und so weiter. Die Beladung ist übrigens möglich bei dem im optimalen Fall während der Fahrt. Soviel ich weiß, 8 Tonnen ich weiß nicht, ein paar Sekunden. Also unglaublich und das alles während der Bewegung. So, im Transportbereich gibt es sogenannte Hochtransportsysteme, das heißt die Bahnen, die oben fahren auf der Schiene, und sogenannte Hängetransportsysteme. Die werden wahrscheinlich auf kürzeren Distanzen in der Stadt verwendet. Erstens mal können sie nicht so schnell fahren, nur 40 Stundenkilometer im Vergleich zum Hochtransportsystem. Die können 120 Stundenkilometer fahren, also auch hier sehr schnell im Vergleich zum Beispiel zum LKW auch. Tragfähigkeit liegt bei dem Hochtransportsystem, also auf der Schiene oben, bei 100.000 Tonnen. Enorm, wenn man sich da mal das mal vorstellt, im Vergleich natürlich zum Hängetransport, da haben wir nur in Anführungszeichen 5 Tonnen. Die Beförderungsstrecke ist natürlich auch bei der Hochschiene weiter. Man kann bis zu 5.000 Kilometer fahren. Das muss man sich mal mit dem LKW vorstellen. Das ist ja alles elektronisch gesteuerter LKW. Der Fahrer kann keine 5.000 Kilometer fahren, aber mit der Bahn wäre es möglich. Bei den Hängemodellen sind es halt nur 200 Kilometer. Hier sieht man ganz klar, wo wird man das einsetzen, und die Beförderungsleistung liegt natürlich auch bei der Hängebahn bei 50 Millionen Tonnen im Jahr im Vergleich zu 250 Millionen Tonnen eben bei dem Hängetransport. Beim Hochtransport, Entschuldigung. Beim Hängetransport könnte man das Ganze aber auch eben mit Starkstromleitungen verbinden. Also man sieht schon, hochinteressant, und wenn ihr das Video am Anfang gesehen habt, das 2 Minuten, dann sieht man auch ganz deutlich, was ist möglich. Wie gesagt, alle 2 Sekunden kann so ein Fahrzeug fahren. Also ein Fahrzeug nach dem anderen fährt und startet hier durch. Und dadurch kann man natürlich unglaublich viel vorwärts bewegen, ohne dass man irgendwie Verlust haben. So, hier sieht man im Bild ganz deutlich, wie eine Hochbahn beladen wird mit Schüttgut. Hier hat man ein Hängemodell, hier ein Hängemodell beim Beladen mit Schüttgut, hier haben wir ein Hängemodell beim Beladen mit Stückgut oder mit Container. Also man sieht, es gibt hier xx verschiedene Möglichkeiten, alle Größen. Und wir werden dann auch gleich noch eine Möglichkeit sehen, wie man zum Beispiel Erdöl oder Flüssigkeiten transportiert. Hier haben wir eine Möglichkeit, wie der Transport zum Seehafen aussieht. Alles eben draußen, die Bahn fährt raus. Man kann bis zu 15 bis 20 Kilometer von der Küste entfernt eben diese Güterlieferungsstellen anbringen. Bei einer natürlichen Tiefe bis zu 50 Metern. Das muss man eben je nach örtlicher Gegebenheit ausklügeln. Und da draußen wird beladen bzw. entladen, und dann hier fährt die Bahn raus. Und der Strand gehört wieder uns, und es ist nicht alles draußen verdreckt. Und hier sehen wir dann, wie die Erdöl- und Erdgasindustrie das Ganze nutzen könnte. Hier, das ist das Typische, was wir kennen, die Pipelines. Mag mich nicht. Mal wieder ausbremsen kurz. Hier sehen wir es, wie es üblich ist, diese Pipelines, mal abgesehen davon, dass es alles andere als schön aussieht im Gelände und auch nur in eine Richtung laufen kann. Sollte man natürlich auch möglichst das Ganze so gestalten, dass es nach unten geht, weil natürliche Bewegung von Flüssigkeiten ist ja nach unten. Muss es aber rauf,
braucht man Pumpleistung und so weiter. Mit der Bahn, die könnte man hier schön fahren lassen, kann man das alles schön integrieren, was man so hat, und man kann hier ein Fahrzeug nach dem anderen hier fortbewegen. So, man könnte zum Beispiel hier diese Kapseln für Flüssigkeiten verwenden, aber man könnte auch andere Transportfahrzeuge fortbewegen, zum Beispiel Gütertransport, Personentransport, alles ist möglich. Zudem ist diese Transportmöglichkeit aufzubauen um 35 bis 40% billiger wie ein Pipeline-System, und es ist in zwei Richtungen möglich, und es ist möglich, eine Hochbahn und eine Hängebahn gleichzeitig. Also man sieht eine Vielzahl von Vorteilen. Dann kommt noch ein wichtiger Vorteil dazu: bei jeder Temperatur funktioniert das Ganze, ist nicht abhängig in so einer Pipeline. Wenn es zu kalt wird, geht gar nichts mehr. Hier, diese Bahn kann immer fahren. Also egal, um was es geht, die Skyway-Bahn ist auch für den Güterverkehr, egal bei welchem Wetter, immer möglich, wobei bei anderen Transportzeiten, bei anderen Transportmitteln das Ganze manchmal tatsächlich wetterabhängig ist. Ich kann mir vorstellen, besonders in Russland, die große Kälte, dass das schon ein Problem ist. So, dann natürlich auch für uns Menschen ist es das Highlight, diese Bahn. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den interregionalen Skyway-Verkehr, das ist das, was wir schon kennen, Intercity, ICE, die langen Streckenverbindung der großen Metropolen. Hier kann man mit der Highspeed-Bahn bis zu 500 Stundenkilometer zurücklegen, bräuchte bei einer Geschwindigkeit von 100 Personenkilometer, sprich 100 Personen beladen und 360 Stundenkilometer, 0,7 bis 0,9 Liter bei Dieselmotor. Wie gesagt, bei Elektrizität gerade mal 9,2 Kilowatt. Dann gibt es natürlich auch die Regional- oder Nahverkehrsbahn. Da legt man Geschwindigkeiten zurück. Höchstgeschwindigkeit wäre möglich bis 300 Stundenkilometer in der Regel, aber im Nahbereich bei 150 Stundenkilometer. Kapazität auch ungefähr 100 Fahrgäste. Hier bräuchte man beim Kraftstoff bei 300 Kilometern und 100 Personen nur 0,5 bis 0,7. Also auch nicht bei 300, Entschuldigung, bei 200 Stundenkilometern. Also man sieht extrem wenig Energie für dieses Gewicht, für diese Geschwindigkeit, für die Fortbewegung. Und daher auch so ökologisch. Und man nimmt natürlich, wie gesagt, hauptsächlich Elektrizität. Man kann in diese Fahrzeuge verschiedene Fortbewegungsarten gleichzeitig einbauen. Und je nach Bedarf kann man das nutzen. Denn es gibt ja manchmal Gelände, wo man keine Elektrizität hat. Also könnte man Batterie- oder Dieselmotoren zusätzlich mit einbauen. Auch hochinteressant. Und dann im Skyway Stadtverkehr, da gibt es natürlich auch alle verschiedenen Modelle. Ein Modell, ein kleineres mit 14 Personen. Das wird ja jetzt im Ökotechnopark nächste Woche live vorgeführt. Aber es gibt bis zu 160 Personen diese Stadtfahrzeuge. Und die fahren in der Stadt bis zu 150 Stundenkilometern und haben eine Beförderungsleistung, und das ist enorm, von 20.000 Fahrgästen pro Stunde. Man muss sich mal diese Anzahl von Menschen vorstellen, was da in einer Stunde wegbewegt werden kann. Das ganz ohne uns unten die Straße, den Platz wegzunehmen. Und ist um das 20- bis 30-fache billiger als die U-Bahn. So, jetzt haben wir alles gehört, wo die große Menge wegbewegt werden kann. Und ich habe euch ja gesagt, auch das Auto will Junitzki auf sich gesehen ersetzen. Und dazu gibt es, ein Modell habe ich hier, das sogenannte Uni-Car und das Uni-Bike. Und wir müssen uns das so vorstellen, das Uni-Car oder Uni-Bike, Uni-Bike bis 5 Personen mit sportlicher Betätigungsmöglichkeit, das heißt, man kann hier mittreten. Dieses Uni-Bike soll in Zukunft das Auto ersetzen. Das ist die Vision und das haben sie sich vorgestellt. Und ich glaube, dass diese Vision sich durchsetzen wird. Warum? Weil dieses Fahrzeug wird es geben, das kleinste, ab 1000 Euro. Und wenn man bedenkt, was da drinnen sein, was man da alles integrieren kann, dieses Unibike, muss man sich vorstellen, es gab früher ein Handy, heute gibt es ein Smartphone.
Und so müssen wir uns das von der Technik her vorstellen. Das Unibike ist das Smartphone. Denn da drin wird alles drinnen sein, was an Computertechnologie nur vorstellbar ist. Computer gesteuert alles, Klimaanlage, hier dieses Spezialglas sorgt dafür, dass der Wärmeausgleich passt. Das heißt, ist es draußen kalt, bleibt es innen warm. Ist es innen kühl, klimatisiert und außen ist es heiß, spielt das gar keine Rolle, passiert gar nichts. Dieser thermetische Ausgleich wird hier gegeben sein. Dazu kommt, bis zu 35 Kilometer kann man mit dem Hammer drauf, Kilo kann man mit dem Hammer drauf knallen, passiert gar nichts. Also auch hier spezielles Sicherheitsglas. Dann wird man hier integrieren können, spezielle Scanner, die unseren Gesundheitszustand eben scannen können, die Ergebnisse in Blitzeile zum Beispiel zum Arzt oder zur Klinikum schicken können. Bin ich gesund? Wunderbar, kann ich weiterfahren. Ich brauche das Ganze nicht selber steuern. Ich setze mich rein, bediene meinen Computer, will da und dahin. So, dann kommt oben, deshalb kann es auch so günstig hergestellt werden, kommt oben die Technik, die mich vorwärts bewegt, auf der Schiene angerast, hängt mich oben an, bringt mich von A nach B, ich steige aus, gehe zu meiner Freundin Kaffee trinken. So, dann gebe ich wieder ein, aha, brauche wieder die Aufhängung, denn die hat sich zwischenzeitlich wieder davon aus dem Staub gemacht. Ich will wieder einsteigen, die saust wieder an, hängt mich wieder an und bringt mich wieder von B nach A oder wo ich halt gerade hin will. All das wird in Zukunft möglich sein. Der Vorteil liegt darin, ich werde wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, nicht mal mehr einen Führerschein brauchen. Ich kann auch noch fahren, wenn ich schon 100 bin und vielleicht schon etwas altersschwach, weil der Computer fährt ja für mich. Ich kann drinnen, bin ich jetzt berufstätig, ich kann mich schon auf meine nächste Vorstandssitzung zum Beispiel vorbereiten, kann meine Unterlagen checken, ich kann auf dem Computer schon irgendwelche Tätigkeiten während des Transportweges machen. Ich brauche ja nicht selbst fahren. Oder ich kann meine Meditationen abhalten. Wenn ich zu Hause keine Ruhe habe, wenn mich meine Kinder nerven, setze ich mich ins Unibike, fahre durch die Gegend und meditiere da. Nur Spaß beiseite. Aber auch das wäre möglich. Oder wie es dieser Bodybuilder sagt, er will jetzt das Fitnesscenter ausbauen. All das wird mit dem Unibike möglich sein. Deshalb das neue Auto. So. So wird es dann aussehen am Meer entlang. Da gibt es jetzt verschiedene Variationen. Man sieht es hier deutlich im Bild. Hier ist es mal rund über die Straße drüber. Hier ist es etwas eckiger. Das wird so ein, würde ich sagen, so ein Unicar sein, wo mehrere reinpassen. Hier kann man zum Beispiel am Fluss entlang. Alles wunderbar, eins nach dem anderen fährt hier wunderbar. Kann man hier wunderbar integrieren. Und unten ist der Platz für uns Menschen. Wir müssen ja die Autos nicht verbannen, man kann das Ganze ja ineinander kombinieren. Hier so könnten zum Beispiel die Bahnhofslösungen aussehen. Auffallend ist, wird euch vielleicht aufgefallen sein, immer rund. Hier, immer rund. Man nimmt das Ganze dann natürlich auch, um Richtung zu wechseln. Auch hier rund, geht hier rund rüber. Und hier ist es mal gerade, aber das ist ja auch wahrscheinlich über eine Autobahn drüber. Ich kann hier parken und kann hier einsteigen und vielleicht irgendwo hinfahren, wo ich will. Also es gibt hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Meistens sind sie rund. So, und wer ist der Erfinder dieser gigantischen Technologie? Natürlich Anatoli Eduardowitsch Junitski. Für mich ein Phänomen. Dieser Mann imponiert mir immer wieder, je mehr, dass ich über ihn erfahre, je mehr, dass ich mir anschaue. Diese Visionen, die er hat, dieses Durchhaltevermögen, fast 40 Jahre dran zu arbeiten und nicht aufzugeben, 15 Jahre zu kämpfen, um vor dem russischen Ministerium die Anerkennung zu bekommen als innovative, ausführbare Technologie. Das kann man einfach nur bewundern. So, zu seinem Hintergrund, er ist Autor von 140 Verbindungen, wobei 30, Verbindungen, Erfindungen, wobei 30 seiner Erfindungen in der ehemaligen UdSSR schon sehr lukrativ umgesetzt wurden, nämlich mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Zudem ist er der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monographien, das heißt Arbeiten mit einem, die sich mit einem Gegenstand befassen, und der Verfasser von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautik seit 86. Und da ist ihm eben auch diese Idee gekommen, der Transport, der gehört damals seine Idee in den Weltraum. Er hat das voll im Kopf. Nur diese Weltraumtechnologie, die ist natürlich extrem
kostspielig. Und es gibt da in YouTube ein Video, da erzählt er auch, viele haben es vielleicht schon gesehen, seine Lebensgeschichte. Er ist einem Ort aufgewachsen, der durch Tschernobyl zerstört worden ist. Und da erklärt er eben in seinen Rückblick und er sagt eben, das muss sich ändern. Wir müssen den Menschen die Erde wieder urbar machen, wieder zurückgeben. Wir müssen Lösungen finden für die Verunstaltung, für die Vergiftung unserer Welt. Und da ist er ein absoluter Visionär. So, dann ist er auch noch Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften seit 2000 und natürlich der Erfinder der Skyway String Transporttechnologie. Das ist eben seine Vorstufe zu dem Spaceway. Das wäre ursprünglich seine Idee gewesen, einen Ring im Äquatorbereich zu machen und da hinaus eben die Transportwege zu, ja, zu schicken. Das ist mir ehrlich gesagt von der Vorstellung her zu hoch. Ich habe es mir angesehen, aber er, wie gesagt, er ist auch ein bisschen klüger wie ich, denke ich mal. Er ist ein Genie in meinen Augen. Hier haben wir zahlreiche Patente und Auszeichnungen, die er hat. Und hier kommen wir zum Hauptprojekt, dem Öko-Technopark, der eben nächste Woche ich sage jetzt mal, die erste Vorstellung der Transportwege erlebt. Er wird finanziert im Moment über Crowdfunding, über uns kleine Privatinvestoren noch. Warum hat er diesen Weg gewählt? Über Crowdfunding, über Privatinvestoren, weil er einfach dieser Visionär, dieser Idealist ist, weil er möchte, dass seine Vision umgesetzt wird und nicht, dass Großinvestoren eben hier das Sagen haben und ihn bestimmen, was eben sein soll und uns vielleicht wieder ausbeuten. Das ist der Ursprung gewesen und er wollte es einfach endlich mal durchführen, auch ohne dass es schon anerkannt wurde von Russland. Nämlich 2014 hat man schon angefangen, eben Gelder zu sammeln für eben die, werden wir dann noch sehen, für die Fahrzeuge, für das Ganze drumherum und eben im aktuellen Fall eben für die Erbauung dieses Öko-Technoparks, der für die Vorführung und auch für die Zertifizierung erforderlich ist. Und die erste Vorführung wird jetzt am 29. November nächste Woche sein, eben vor diesen 11 Ländern. Wo finden wir diesen Park? In Mariana Gorka, das ist in der Nähe von Minsk, strategisch sehr klug gewählt, weil dort sehr viel Wissenschaft vorhanden ist und eben auch eine gute Verkehrsanbindung ist. Zum Thema Wissenschaft, Junitzki hat ein Team von 200 Spezialisten, davon sind 100 extremst Spezialisten, also extrem kluge Köpfe, die ständig hier weiterentwickeln und eben hier das Ganze verwirklichen. Hinten sehen wir die Transporttrasse. Ich mag mich wieder nicht. Hier hinten, hier wieder eine Kurve, hier hinten wird die Beladung stattfinden. Hier in der Mitte haben wir die Unibike und die Regionalbahnstrecke, hier ein Hängemodell integriert. Und hier finden wir die Highspeedbahn, die wird noch nicht fertig, da gibt es jetzt hier von A nach B zwei Ankerpfeiler. Und das Ganze wird aber insgesamt 16 Kilometer lang, ursprünglich geplant für 30 Kilometer. Diese Fertigstellung dauert allerdings bis 2018. Aber das hier ist jetzt schon, hier wird schon vorgeführt werden, jetzt am 29. Wie sie das schaffen, wenn wir uns so die Bilder anschauen, denken wir uns, oh Gott, können die das schaffen? Ich traue ihnen das zu, die haben alles geschafft. Die haben die Prototypen für die InnoTrans geschafft, die hier vorgeführt werden, eben das Unibike für 2 Personen und der Unibus für 14 Personen, der wird nächste Woche hier vorgeführt. Hier drinnen werden Sie dann die Verträge oder Vorverträge unterschreiben. Hier sieht man nochmal Hochbahn, Hängemodell, Hängemodell, Transport. Und hier in dieser Schiene, da sind zum Beispiel Kommunikations- und Informationskommunikations- und Energieversorgungswege mit integriert in der Schiene. Dieser Park ist veranschlagt worden mit 240 Millionen US-Dollar. Projektumsetzung geplant, wie gesagt, im Jahr 2015 bis 2018. Man hat im September 2015 angefangen, den Technopark zu bauen
Und wie gesagt, man ist jetzt mit Ausnahme von der Highspeedbahn schon ziemlich weit fortgeschritten vor der Fertigstellung der zwei anderen Strecken. Und natürlich die Bäume, das Grün, das braucht noch ein bisschen, bis es wächst. Da kann auch Junitzki nicht zaubern. Die Natur braucht einfach seine Zeit. Und die Finanzierung, wie gesagt, es gibt 15%, die sich gleich von Anfang an mit eingebracht haben. Also, das ist auch derjenige, der auch ständig mitspricht, mit Kiritschenko oder mit Junitzki. Und 15% werden über Crowdfunding gesammelt und 70% bleiben beim Unternehmen. Geschätzt ist diese Technologie, wenn sie mal ausgebaut ist, dieser Immaterialgutwert, nennt man das mit Fachbegriff, auf 400 Milliarden US-Dollar von externen Experten. Das heißt, wenn Junitzki baut, wenn das jetzt mal fortgeschritten ist, geht man davon aus, dass das Ganze irgendwann mal mindestens 400 Milliarden US-Dollar wert ist, diese Technologie. Momentan zum Stand, den wir hier haben, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, hat man gesagt, okay, 2 Milliarden US-Dollar, die wurden gesammelt eben mit einem Durchschnittswert von den Investoren von 1 zu 200, sprich von 1 Dollar 200 Anteile. Damit wurden bisher die Gelder gesammelt, aber wir sehen es ja jetzt, es wird immer teurer, immer weniger Anteile, je weiter das Ganze fortschreitet. Interessant ist auch, dass das Ganze eben mit einem Wert festgelegt wird, so ein Anteil mit einem Dollar, und aber im Moment aktuell liegt er noch bei einem Cent. Das heißt einfach, der Anstieg bis dahin ist bis zu einem Dollar eben nicht zu versteuern, weil es mit einem Dollar von Grund her eben festgelegt wurde. Hier sieht man ein paar Bilder oben links, wie sie eben mit Lasertest getestet haben. Passt alles? Können wir die Schienen aufsetzen? Hier sehen wir schon die Schienen. Natürlich sind jetzt das nicht die allerneuesten Fotos, aber noch ziemlich neu. Hier wird dann die Unibike-Strecke sein. Und hier, das sind, glaube ich, hier zwei so Ankerpfeiler, wo man auch dann zusteigen könnte. Aber wir werden sicher dann ab nächste Woche einiges sehen. Wir befinden uns derzeit im Crowdfunding-Bereich in der Phase 8. Hier werden 7 Milliarden Anteile mit einem valierten Wert von einem Dollar verkauft. Und wie gesagt, 29. November, Erstverführung vor geladenen Gästen. Unter anderem, was ich jetzt spontan weiß, ist Schweiz, ist auch Deutschland mit Siemens, ist ich glaube Indien, Philippinen, also ganz genau weiß ich jetzt nicht, wer alles dort ist, aber das werden wir sicher die nächsten Tage, Wochen alles genau erfahren. Ach ja, nochmal zurück hier. Wie gesagt, man begann das Ganze in den Crowdfunding-Bereich mit der Entwicklung der Technologie. Hier oben 2014. Dann entwickelt man das Design ab 2014, dann das Bauvorhaben. Wir befinden uns jetzt in der Demonstrations- und Zertifizierungsphase und dann kommt eben die Markteinführung. Das heißt, es beginnt der Bau an den einzelnen Stellen nach und nach. Dauert natürlich seine Zeit, aber es ist, die Zukunft beginnt jetzt. So, zu dem Bauvorhaben, was ist schon fest geplant? Hier natürlich Australien, das Thema, das ja schon seit Wochen uns bewegt. Rod Hook, der dafür verantwortlich ist, der ehemalige Verkehrsminister von Australien, der war ja auch in Berlin bei der InnoTrans, da hat dort Junitzki sehr gut vertreten, dem man leider das Visum nicht gegeben hat. Er ist ein totaler Fan, er wird Australien stark ausbauen. Warum? Die haben nämlich ein ganz großes Problem, nämlich ein Transportproblem. Wir werden es gleich noch auf der Karte sehen. Die müssen hier ihre Ware mit diesen Fahrzeugen transportieren, teilweise auf Wegen, die schlecht befestigt sind oder hier mit Überschwemmung kämpfen. Man sieht sie auch bei Bahn. Das Ganze ist alles unterspült. Man muss hier ständig erneuern. Mit der Skybahn könnte man das hier wunderbar so lösen. Oder auch hier, man würde das wesentlich billiger herstellen können, wie eben zum Beispiel Straßenbahn oder Schienenbau. Es ist wesentlich preisgünstiger, auch in der Unterhaltung. Und deshalb ist er hier ein absoluter Verfechter. So, wie ist die Situation in Australien? Wir haben hier alle Menschen und hier haben wir die ganzen Minen und Erze, Bergbau. So, man muss das Material von hier durch ganz Australien hierher bewegen. Hier wird es verarbeitet.
Und das bei diesen Straßenverhältnissen, bei dieser Distanz. Und da könnte natürlich Skyway die Lösung sein, weil man ist ganz hier temperaturunabhängig, man ist unabhängig vom Gelände, man könnte ein Fahrzeug nach dem anderen, man kann es elektronisch steuern, man braucht keine Menschen, die das Ganze bewegen, die Ruhezeiten brauchen und so weiter. Einfach die Ideallösung für zum Beispiel Australien, aber natürlich auch für viele, viele andere Länder, die Städte zum Beispiel, wo das ganze Transportsystem kollabiert, weil einfach kein Platz mehr da ist, weil man nicht mehr weiß, wie man die Leute vorwärts bewegen soll. Ich habe jetzt gehört, Costa Rica, wo ich selber gesprochen habe, die brauchen teilweise für 4, 5 Stunden, für 25 Stunden, 25 Kilometer. Man muss sich mal vorstellen, die fahren in der Früh um 3 weg, um um 8 am Arbeitsplatz zu sein. Ist für uns in Deutschland, Österreich, Schweiz überhaupt nicht vorstellbar. Also das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, China, Japan ist es ähnlich in den Großstädten. Und da ist der Bedarf enorm. Hier ein Projekt noch in Australien, das ist die Universität in Flinders, die ist fest geplant, wird aber jetzt verzögert, weil man noch ein Riesengebäude mit integriert bei Flinders, nämlich ein Einkaufszentrum mit Parkhaus auf 30 Meter Höhe. Da kommt dann oben der Ankerpfeiler drauf. Und die müssen eben eine Höhe von hier überwinden von 50 Metern. Und das war bisher nicht möglich. Man musste hier weiträumig außenrum, das hat sehr viel Zeit gekostet. Mit der Skyway-Bahn kann man drüber. Hier dieses Einkaufszentrum, Parkhaus, 30 Meter. Dann muss man nur noch 20 Meter überwinden. Kann hier Möglichkeit schaffen für die Studenten zum Einkaufen und dann steigen sie hier zu bequem und dann rüber zum Campus, wo sie eben leben. Und das wird natürlich hauptsächlich mit so Unibikes oder so kleineren Fahrzeugen sein. Ist nur 1 Kilometer Strecke, aber die ist schon fest geplant. So, dann kommen wir zu den Auswirkungen der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe heute ja immer schon wieder erwähnt, die InnoTrans war im September vom 21. bis 23. September. Das war ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein für Skyway. Das hat für Aufsehen gesorgt. Keiner hat erwartet, dass die dort mit Prototypen erscheinen. Ja, hier mit dem Fahrzeug, das eben hier vorgestellt wird. Moment, der Pfeil ist hier unten. Hier die Stadtbahn für 14 Personen oder das Unibike für 2 Personen mit Tretmöglichkeit. Das wird ja dann im Park vorgestellt. Das hat man dort live vorgestellt. Der kleinste Stand, aber mit Abstand der meistbesuchteste. Ich war persönlich dort. Ich habe mit Barbourin gesprochen. Ich habe mit Rotuk gesprochen. Auch mit Michael und auch Tom. Also, Barbourin hat uns auch dann dort eben gezeigt, anhand hier von dieser Strecke, wie das eben aussieht, wenn zum Beispiel ein Masten bricht, wie die Schiene sich dann noch bewegen kann. Da sieht man jetzt leider nicht so gut, weil ich habe natürlich hier nicht so viele Folien gemacht. Das sind in diesen kleinen Prototypen meins, es gibt ja verschiedene Größen auch, da sind Kameras eingebaut, die um den Ökopark herumsausen auf einem Spezialzaun, der ganz stabil ist, dass sogar ein Panzer den nicht zur Strecke bringen könnte, hat man getestet. Da sind Kameras eingebaut, die eben ständig dafür sorgen, dass das Ganze abgesichert ist. So, hier hat man dann auch diesen Spezialsitz noch vorgestellt, der so ergonomisch gebaut ist, dass es niemand herstellen konnte. Deshalb mussten sie ihn selbst herstellen. Und hier natürlich auch den Querschnitt dieses Rades, das wir heute ja schon gesehen haben. So, aufgrund dieser InnoTrans bekam Junitzki, obwohl er in Minsk, also bei Minsk, dort seine Strecke hat, haben sie ihn in Minsk nicht eingeladen zu der Messe, die danach folgte. Nämlich, das ist auch so eine Transportmesse gewesen. Aber aufgrund dieses Erfolges hat man ihn dort eingeladen bei dieser Transportmesse. Das ist übrigens da, glaube ich, der Verkehrsminister, der hier mit ihm spricht. Hier haben sie sogar eine Riesenfläche bekommen zum Ausstellen. Also wesentlich größer wie in Berlin. Und in der gleichen Woche fand dann auch noch die Energy Expo statt. Dort war dann auch eine Delegation, man sieht es hier nicht deutlich, der Japaner da. Die werden im Januar dann nach Moskau kommen und dort eben mit Junitzki nochmal sprechen. Die haben ihn da eingeladen zu irgend so einem Forum, wo man also neue innovative Möglichkeiten vorstellt und
Dort wird er im Januar sein und wird sich dann auch mit den Japanern sprechen. Und weitere Folge war dann auch eingeschlagen wie eine Bombe, nämlich das Forum für Ökologie in Rom. Dort war dann der Umweltminister von Italien. Seine Antwort auf diese Technologie war einfach nur, wow, ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass auch Italien zum Zug kommt. Also das zum Thema, wie interessant ist die Technologie? Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. So, das war es jetzt von meiner Seite. Kurz noch zu den News der Woche. Da gibt es jetzt nicht so sehr viel zu sagen. Ganz einfach, die Arbeiten im Ökotechnopark gehen in die Endphase. Man sieht es hier ganz deutlich, eben diese Schienen werden.